Na denn, auf ins Shuttle, moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge Mass Effect Andromeda. Seit über 20 Jahren mit niemandem mehr hier. Es gab immer eine aktive Anzeige für Aya, aber wir konnten nie etwas tun. Okay, mal sehen. Sam? Ja, das ist neu. Ist das ähnlich wie auf Eos? Sagen Sie mir, was sehen Sie? Nee, das ist nicht ähnlich wie auf Eos. Was fragen Sie mich das? Sie sind hier die Expertin. Also, was sehen Sie? Die Gewölbe. Wir wissen, sie sind ein Netzwerk. Allerdings... Sind sie nicht miteinander verbunden? Sondern mit diesem Ort. Dieses Bild hat mir der Archon auf einer Reliquie gezeigt. Er nannte es Meridian. Und Ayas Gewölbe ist offenbar als einziges vollständig damit verbunden. Und es macht, wozu es gedacht war. Terraforming. Das Gewölbe auf Eos ist ebenfalls präsent, aber verändert. Unser Zugriff darauf hat die Verbindung beeinflusst. Was denken Sie, Professor? Ich denke, Meridian ist das Kontrollzentrum sämtlicher Gewölbe. Diese Entdeckung könnte alles verändern. Wenn wir Meridian erreichen, könnten wir von dort aus ganz Helios zum Leben erwecken. Langsam, Ryder. Der Archon weiß, wo es ist. Er war bereits dort. Was? Wo? Auf Meridian? Natürlich. Deshalb die Folter. Ich sollte ihm helfen, es zu benutzen. Weil er es nicht kann. Meridian ist unsere größte Chance zu überleben. Wir müssen es ihm entreißen. Ja. In seinen Händen könnte eine derartige Macht unser aller Ende bedeuten. Oh. Der Archon wird unserem Überleben nicht im Weg stehen. Diese Reliquie. Vielleicht weiß ja der Widerstand, wo das Schiff des Archons zu finden ist. Ich rede mit Ephra, damit er sie unterstützt. Wir treffen uns dort. War das jetzt etwa schon alles? Ja, na denn mal. Knickknack zu Ephra. Kommen wir da auch wieder schnell Reise hin. Na, jedenfalls in die Richtung. Das mache ich mal. Oder wie ist es jetzt ein Fehler, mit der Hauptquest jetzt weiter fortzuschreiten? Ich müsste eigentlich nochmal nach Eos World und wie die Planeten alle heißen, einmal durch die Galaxis reisen. Das müsste ich eigentlich nochmal machen. Aber, ach Gott, ich mache das jetzt mal hier durch. Ich ziehe das durch jetzt hier. Schauen wir mal, was passiert. Ich musste informiert werden. Es war unrecht, mich im Dunkeln zu lassen. Es ist eine laufende Ermittlung. Sollte nicht respektlos sein. Wusste es Jor? Natürlich nicht. Und der Mensch auch nicht. Ich hätte Sam für mich behalten können. Das ist was anderes. Geht sie nichts an? Jetzt schon. Wir müssen das Flaggschiff der Cat finden. Sagen Sie ihm, was wirklich passiert ist. Moschai, bitte. Das könnte unser einziger Weg zum Archon sein.
Einer meiner Männer hat den Cat geholfen. Der Widerstandskommandant Bane Tariff. Der Archon wollte ihr Wissen über die Reliktech. Warum sollte Wen sie verraten? Ich weiß nicht. Darum habe ich nichts gesagt. Ich werde ihn ergreifen. Dann wird er für seine Tat büßen. Wissen Sie, wo er ist? Kedara Port. Meine Kontakte jagen ihn. Kontakte? Sie können dort niemandem trauen. Das sind alles Verräter. Angeführt von Exilanten. Aus ihrer Galaxie. Wen könnte wissen, wo der Archon ist? Und sein Schiff. Wir können das nicht Abtrünnigen überlassen. Ich bin noch neu in der Galaxie. Wo genau ist Wen hin? Kedara Port ist ein Handelsposten. Wir haben ihn verlassen, als die Cat einfielen. Einige von uns gingen zurück. Sie unterstützen Aya nicht. Wie kommen Exilanten von der Nexus dorthin? Pech für alle. Ich brauche die Reliquie nach Meridian und ich habe meine Leute im Griff. Ich mach das. Gefällt mir nicht. Mir egal. Der Pathfinder hat recht. Ich sende meine Akte über Kedara an ihr Schiff. Unser Verräter könnte etwas wissen. Wir brauchen ihn lebend. Das liegt bei ihm. Viel Glück, Pathfinder. Und Ephra, wir sind noch nicht fertig. Stufenaufstieg. So. Vergessene Geschichte. Okay, das ist cool. Erstmal hier die Pünktchen im Fortschritt verteilen. So. Relikt VI. Das Ding werden wir erstmal machen. Das Ding pumpe ich erstmal voll auf hier. So, was haben wir denn da? Raketenschaden, Raketenschadenradius und Raketenfrequenz. Was haben wir hier? Schildschadensbonus. Schadensbonus gegen synthetische Gegner. Betäubungstower. Eine Sekunde. Und plus 30 Strahlenschaden. Das Ding benutzt er ja eigentlich am meisten, ne? Seinen komischen Strahl. Eine Rakete habe ich ihn noch nie abfeuern sehen. So, brauche ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Knickknack. Das speichere ich erstmal, bestätigen. So, Techniker, jetzt auf Rang 2. Cool, Wächter, Rang 3. Infiltrator, Rang 3. So, was pumpe ich denn jetzt hier noch auf? Schrotflinte, Präzisionsgewehr. Sturmangriff ist voll. Schockwelle benutze ich im Moment nicht. Singularität auch nicht großartig. Eigentlich müsste ich auch mal hier werfen und so ein Kokolores machen. Oder ich pumpe mal hier ein bisschen was auf. Lohnt sich das überhaupt? Kann ich noch nicht. Erstmal hier. Sturmgewehrgewicht. Reservemunition. Ich nehme minus 25% Gewicht. So. Coole Sache. Das war eben ein komisches Geräusch hier. So, guck ich mal aufs Kärtchen. Hey, und da haben wir schon wieder die nächste Aufgabe. Hier kommen wir, glaube ich, zur Tempest, ne? Genau. Dann schnappe ich mir erstmal das Ding hier. Und bevor ich da wieder hin und her reise wie ein Ölmel,
geht's hier mit der Schnellreise hin und her laufe. So, das wollte ich sagen. Schnapp ich mir den Schnellreisepunkt und hier lang muss ich. Oder? Cookie Cookie? Ja, tatsächlich. Ich muss hier rein. Hier hoch. Ah, hier bin ich richtig. Hätten Sie kurz Pathfinder, es ist mir eine große Ehre. Ich muss Ihnen meine Bewunderung dafür aussprechen, was Sie geleistet haben. Sie haben nicht nur die Leere zwischen den Galaxien durchquert, sondern es auch durch die Geißel bis nach Aya geschafft. Das ist unglaublich. Ja, unsere Chancen standen alles andere als gut. Und doch sind wir hier. Fremde aus unterschiedlichen Galaxien, die sich freundschaftlich unterhalten. Das ist absolut außergewöhnlich. Ich bin Mariko Daresh, leitender Vonoran. Ein Vonoran? Das ist äußerst... Ich weiß nicht was. Ah, Linguistik. Das ist nicht meine Stärke. Ich bin ein Himmelsbeobachter. Ich kartografiere die Bewegungen der Sterne, Planeten und der Geißel. Ein Astronom? Kennen Sie die sicheren Routen da draußen? Wir setzen Satelliten ein, die uns auf neue Gefahren und Möglichkeiten aufmerksam machen. Allerdings haben wir den Kontakt zu mehreren von Ihnen verloren. Er ist einfach abgerissen. Ich habe schon ein Schiff zu Ihren letzten bekannten Koordinaten geschickt, aber die Scans konnten nichts entdecken. Ihre Tempest ist enorm fortschrittlich. Ich hatte gehofft, Sie könnten uns vielleicht bei der Suche helfen. Aber natürlich. Selbst Pathfinder brauchen eine gute Karte. Ich kümmere mich darum. Ich wusste, Sie würden es verstehen. Ich werde Ihnen die entsprechenden NAV-Punkte übermitteln. Dankeschön. Und sobald ich unsere Karten endlich wieder mit aktuellen Satellitendaten abgleichen kann, werde ich gerne alles, was wir haben, mit Ihnen teilen. Das ist aber nett. Ich klicke mal drauf. Sichere Reisen. So, denn mal kann ich hier noch irgendwas scannen. Sieht nicht so aus. Hallo. Ich versuche mir mal alle möglichen Datenpads, die es hier so gibt, zu schnappen. Vielleicht bringt das ja was. Oh, Forschung. Ach, halt. Auf der Tempest kann ich das machen. Mich mit dem Schwert noch ausstatten. Das wollte ich noch machen. Und ja, wisst ihr was? Lange Rede, gar keinen Sinn. Auf zur Tempest. Und los geht's. Erstmal weg von dem Planeten hier. Und jetzt schnacke ich erstmal alle von meiner Crew durch. Das muss ich auch mal machen. Direktor Tan, es gibt gute Neuigkeiten. Die Angara haben uns auf Aya eine Botschaft eingerichtet. Das kommt. Überraschend. Was erwarten Sie von uns? Sie haben nicht nur die Geißel und die Kett überlebt, sondern auch Ihre Zivilisation wieder aufgebaut. Vergessen Sie das nicht. Ich soll also an Ihren Stolz appellieren. Das klingt vernünftig. Ich werde eine Delegation zusammenstellen und Sie nach Aya schicken. Und danke, Pathfinder. Und wie... übernehmen wir. Ja, genau. Und wie vertraue ich dem nicht?
Der ist mir suspekt. So eine zwielichtige Gestalt. Hier. Was? So, einmal nach unten. So, erstmal alle Belohnungen abholen. Sehr schön. Ich dachte, ich hätte die Cat schon vorher gehasst. Aber jetzt, wo wir von dem Aufstieg erfahren haben, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie sich Jarl dabei fühlen muss. Ich bin neugierig, was sie und Sid betrifft. Es war bestimmt schwer, schon so jung auf sich allein gestellt zu sein. Ja, das kann ich wirklich niemandem empfehlen. Wo war ihre Mutter während dieser Zeit? Noch auf Palavin, schätze ich. Sie war eine schreckliche Frau. Alles, was sie interessierte, war ihre Karriere. Sie und mein Vater haben sich ständig gestritten. Ich denke, am Ende haben sie einander gehasst. Als es für uns richtig schwierig wurde, habe ich darüber nachgedacht, wieder zurückzugehen. Aber sie hätte uns nicht bei sich aufgenommen. Was auch immer mein Vater getan hat, hatte jegliche Hoffnung darauf zerstört. Wo waren Sie zu Hause? Auf Palavin? Nein, wir hatten Palavin damals schon verlassen. Worin auch immer unser Vater verwickelt war, bedeutete, dass wir dort nicht mehr willkommen waren. Ich war damals noch nicht mal im Trainingslager und Sid war gerade mal ein Jahr alt. Wir haben uns letztlich in einer Bergbaukolonie im Minosödland niedergelassen. 2 Jahre später war unser Vater fort. Ach. Wo waren Sie zu Hause? Nein, wir hatten Wir haben uns letztlich in einer Bergbaukolonie im Minosödland niedergelassen. 2 Jahre später war unser Vater fort. Hallo? Wie haben Sie sich und Ihre Schwester durchgebracht? Ich war damals praktisch selbst noch ein Kind, also blieben mir nur jede Menge Aushilfsjobs. Vor allem auf dem Bau. Es gab gefährliche Arbeiten, die niemand übernehmen wollte. Also habe ich sie gemacht. Sowas wie in der Höhe zu arbeiten oder irgendwo drunter zu kriechen. Da ich mit einer Waffe umgehen konnte, habe ich mich aber irgendwann auf Schmuggel verlegt. Das war zwar noch gefährlicher, allerdings auch äußerst lukrativ. Wir waren nie reich, hatten aber ein angenehmes Leben. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Jupp. Das weiß ich. Ah, Bibimäuschen. So, wollen wir mal hier erstmal noch ein paar Kisten einsammeln. Diese Kollegen hier sind noch alle unterwegs. Und ja, alle Belohnungen abholen. So. Boah. Meine Fresse. Da gibt's ein bisschen was. Wieder ein Haufen Credits und Relikthelm habe ich da gesehen gerade. Schrotflinte, Präzisionsgewehr, eine Viper. So, ha, Pibi. Komm, lass uns schnacken. Nee, ich will jetzt nicht forschen. Wir hatten recht, was das Gewölbe auf Aya angeht, hä? Was für eine Entdeckung! Und dieses Meridian könnte alle anderen in Gang setzen. Ich wusste, es würde sich auszahlen, mich an sie dran zu hängen. Also was denken Sie? Ist dieses Meridian das, wofür wir es halten? Alles, was wir gesehen haben, jedes Reliktsystem, das wir entdeckt haben, ist mit allem anderen verbunden. Die Bots, die Monolithe, die Gewölbe. Es liegt also nahe, dass durch die Aktivierung Meridians das gesamte Netzwerk verbunden und das Terraforming in diesem Cluster wieder aufgenommen wird. Sie denken also, wir tun das Richtige? Oh ja. Gibt es noch etwas, das Sie mir über Kalinda erzählen möchten? Zu Hause gehörte sie als Botschafterin zur Oberschicht. Sie wurde respektiert und hatte alles, war aber unglücklich. Sie meinte, sie wäre für dieses Leben nicht geschaffen. Aufgrund ihrer Stellung wollte die Initiative sie als Erstkontaktspezialistin. Sie gehörte zu den Ersten, die aus der Stase geholt wurden. Kalinda war auch diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich früher geweckt wurde. Und dafür bin ich ja immer noch dankbar. Allerdings ist dann ziemlich schnell alles in die Brüche gegangen. Sie hat mich verletzt. Richtig verletzt. Was ist passiert?
Ach, vergessen wir die traurigen Geschichten. Das ist alles Schnee von gestern. Schnee von gestern. Ich muss zugeben, als Sie mich in Ihre Unterkunft eingeladen haben, dachte ich, Sie würden mich wegen etwas anderem dorthin locken. Dachten Sie das? Oder haben Sie es gehofft? Vermutlich eher gehofft. Nun, mit dieser Hoffnung waren Sie nicht allein. Ui. Wer weiß, was passiert wäre, wenn uns Kalinda nicht gestört hätte. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Okay, schade. Dauert noch eine Weile, bis das hier mit Bibi losgeht. Hab mir eigentlich gedacht, dass ich hier in der Runde vielleicht sogar noch irgendwie mit Cora in die Kiste hüpfen kann, aber irgendwie dauert das alles ganz schön lange. So, lässt du mich hier rein? Lass mich hier rein. Ach, muss ja hier. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Okay, dann gehen wir da erstmal gucken. Eieiei, was? So, was haben wir denn da? Schöne Grüße zurück, Baby. So, vom Direktor Tan. Und eine Mail von Jal. Halt, eigentlich wollte ich die hier mal so anklicken. So, im Museum auf Arya mit Peewee sprechen. Verdammte Axt. Eigentlich müsste man ja denn gleich nochmal dahin. So, bevor ich es wieder vergesse, einmal Klick. Und hier mal. Habe ich das Ding noch nicht gebaut? Nee, muss ich noch machen. Hey. Dem Ding kann ich schnacken. Das ist witzig. Olle Pock. So, und mehrere von den Dingern sind denn Pocken, oder was? Eins ist ein Pock, mehrere sind Pocken. Ja, ich. Wie oft versuche ich hier noch irgendwelche Sachen zu scannen? Einfach eine Geschichte. Gibt es über diese Anlage auf Volt viel zu sagen? Ja. Das hier wird ein Höllentrip. Feinde, zerstörte Welten, keine Heimat weit und breit. Alle sind total angespannt. Gestern gab es einen zweistündigen Streit und niemand wusste, wie er angefangen hat. Das ist nicht gut. Zum Glück weiß ich, wie man die Leute auf andere Gedanken bringt. Mit einem Filmabend. Mhm. Reicht ein Film aus, damit sich die Leute besser fühlen? Ob es hilft, mit Freunden Spaß zu haben und zu vergessen, wie sehr wir am Arsch sind? Ja. Wir brauchen etwas, worauf wir uns freuen können. Und zwar vor Meridian. Die Datenbank der Tempest gibt nicht viel her. Könnten Sie eine Filmbibliothek von Nexus Ops runterladen? Damit ich weiß, womit ich arbeiten kann. Wenn ich Zeit habe. Danke, das wird den Leuten gefallen. Der verlangt ja von mir, eine Raubkopie zu machen, oder was? Filmabend. Ich lasse das erstmal. Ich lasse dich ja reisen drin. Hey, John. Für den Moment haben wir genug geredet. Ich verarbeite immer noch unsere Meinungsverschiedenheit und brauche etwas Distanz. Warum denn so zickig? Ah, Ryder.
Entschuldigen Sie die Sauerei. Wer ist Ihr Freund? Ein aufgestiegener Cat. Ich habe Joel Bescheid gegeben, um ihm zu zeigen... Oh, da ist er ja. Joel, sehen Sie sich das an. An ihm ist nichts Angaranisches mehr. Die körperliche Erscheinung kann täuschen. Ich habe hunderte Tests durchgeführt. Es sind nur noch minimale Spuren des angaranischen Genoms vorhanden. Die Aufgestiegenen sind Cat. Es muss irgendeinen Weg geben, sie zu heilen. Alles ist möglich. Wir müssen es nur weiter versuchen. Ja, selbst aus Fehlschlägen können wir lernen. Danke, Ryder. Was denn? Joel muss akzeptieren, dass der Aufstieg unumkehrbar ist. Sie verstärken seinen Schmerz nur noch. Wir kratzen doch gerade erst an der Oberfläche dessen, wozu die Cat fähig sind. Die Aufgestiegenen sind neue Wesen. Es ist mehr als eine Verwandlung. Es ist eine Geburt. Es gibt kein Zurück. Joel ist Teil dieser Crew. Sein Wohlergehen liegt in meiner Verantwortung. Ich weiß, dieser Job kam für Sie überraschend. Aber Sie füllen ihn mehr als aus. Und Sie haben sogar Ihr Cat-Exemplar bekommen. Das stimmt. Und Ihre Körper unterscheiden sich von allem, was ich kenne. Sie sind das Ergebnis jahrhundertelangen Genraubs und forcierter Evolution. Es ist natürlich grauenhaft, aber auch faszinierend. Ich bin froh, dass Sie sich so gut eingewöhnt haben. Tja, mir blieb ja wohl nicht viel anderes übrig, oder? Ich sollte hier vielleicht sauber machen, bevor er zu riechen beginnt. So, kann ich mit ihr schnacken noch hier? Sieht nicht so aus. Aber medizinischen Scan eines Cat gemacht. Auch nicht schlecht. So, dann wollen wir mal hier runter. Keiner da. Gucken. Na gut, den haben wir eben gerade oben getroffen. Dann schnacken wir mal mit Cora. Dieses Gewölbe auf Aya war so wunderschön, so lebendig. Und Meridian könnte der Schlüssel zu den anderen sein. Kein Wunder, dass der Archon es unter seine Kontrolle bringen will. Wie alles andere in Helios. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Wir versuchen immer noch, dem Flugschreiber ihren letzten Kurs zu entlocken und dafür zu sorgen, dass wir kampfbereit sind. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elitesoldatin für mich? Ich habe Janae immer gemocht. Sie war erst 200 Jahre alt und mit mir in der Einheit war sie nicht mehr die Kleine. Sie war ein biotisches Wunderkind. Einmal hat sie ein Flugabwehrgeschütz aus der Verankerung gerissen und damit ein paar Sklavenhändler zermalmt. Autsch. Sie haben nicht lange gelitten. Janae war eine gute Freundin. Vielleicht ist sie das immer noch. Auch wenn sie mit Sicherheit keine Kleine mehr ist. Das habe ich doch eben schon gemacht. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Wir versuchen immer noch, dem Flugschreiber ihren letzten Kurs zu entlocken und dafür zu sorgen, dass wir kampfbereit sind. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Na denn, Cora, tschüssi. Kann ich eigentlich mit dir jetzt hier auch noch irgendwie flirten? Ich versuch's nochmal. Sie sind wieder zurück? Nee. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Na klar. Wo sonst? Wen haben wir denn da oben? Den Kroganer nochmal? Pathfinder! Nun, da wir ein wenig nachgeforscht haben, ist klar, dass Sie mit Spender recht hatten.
Typen wie er würden alles tun, um weiterzukommen. Ich frage mich nur, wie weit er gegangen ist. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kürzlich ein Paycheck am Arsch. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Berufene sind ziemlich nervig. Sie sind schnell und erzeugen irgendeinen komischen Nebel, der sie und ihre Freunde verbirgt. Sobald man einen Berufenen erledigt, verschwindet auch der Nebel. Sie sollten sie also möglichst schnell ausschalten. Wenn Sie mich fragen, sind Sie die perfekten Ziele für Granaten. Weitere Kampftipps? Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Okay, Erwählte. Es ist nicht gut, wenn einem zu viele von denen auf einmal zu nahe kommen. Ziehen Sie sich einfach zurück, wenn Sie Ihre Schilde treffen, und überlassen Sie sie mir. Ich wette, die sind es nicht gewohnt, von einem Korganer überrannt zu werden. So, nochmal. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Feuer und Sprengstoff sind wirkungsvoll gegen alles mit einer schweren Panzerung. Und eigentlich auch gegen alles andere. Normalerweise lässt sich niemand gerne im Brand stecken. Stimmt allerdings. Normalerweise? Da steckt doch eine Geschichte dahinter. Ja, davon können Sie ausgehen. Sie sagten, normalerweise würde sich niemand gerne in Brand stecken lassen. Ich hatte gehofft, dass Sie deshalb nachfragen. Also, vor etwa 400 Jahren, plus minus ein Jahrzehnt vielleicht, saß ich mit meinen Jungs im Kampf gegen eine andere Söldnergruppe in der Falle. Also habe ich meine übliche Masche abgezogen. Ich bin vorgestürmt, um ihre Barrikade zu durchbrechen. Ich habe meinen Flammenwerfer rausgeholt und wollte gerade loslegen, als sie alle, wirklich alle, schreiend weggerannt sind. Die Sache war die. Ich war bei meinem Vorstoß durch eine Kiste mit turianischem Brandy gerannt. Ich hatte nicht mal bemerkt, dass ich in Flammen stand. Sie aber schon. Ich habe noch nie eine Söldnerbande gesehen, die so in Panik geraten ist. So, das war ja mal eine witzige Geschichte. Aber... Wir können uns später weiter unterhalten. Richtig. Klar. So sieht's aus. Am liebsten würde ich ja jetzt erstmal schnell nochmal zurück zur... Hey, warum lässt ihr mich hier nicht durch? Hallo? Dann eben nicht. Dann muss ich mal gucken, wo muss ich denn überhaupt lang? Ich gehe hier lang. Genau. Da wollte ich hin. Dann muss ich noch schnell mein Schwert entwickeln. Und zwar das Teil hier. So. Was wollte ich denn eigentlich? Ich habe da schon mal was draufgelegt. Kräfteschaden. Biotikkräfteschaden. Das bringt irgendwie alles nichts. Außerdem Waffenschaden. Und... Tech-Aufladetempo... bringt es doch eigentlich auch nicht. Ist egal. Ich will erstmal das Ding ausprobieren. So. Das haben wir. Jetzt muss ich nur noch mich damit ausstatten. Da ist das Ding. Sehr schön. So, die Nummer 5 hiervon haben wir auch noch nicht. Und Revenant 5 würde ich mir auch ganz gerne noch mal basteln.
Black Widow 2, da könnte man eigentlich auch noch eine fettere Waffe draus machen. Ach, die Zeit nehme ich mir mal. Mal gucken, ob ich das machen kann. Ob ich so viel Material habe? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. So, Waffen. Also Fünfer Teil, ich habe bloß 785. Black Widow, wo bist du? Hier. Schaffen wir noch Nummer 4. Tatsache. Und, ach komm, das hier nehme ich auch gleich mit. Nummer 5. Sehr gut. Das sollte erstmal gewesen sein. Und dann bastel ich mir das Ding auch gleich mal. Wo ist sie denn? Ach komm, hier, einmal rüber. Waffen. Präzisionsgewehre. Black Widow 5. Holla, die Waldfee. So, das kann jetzt natürlich jetzt einen Moment dauern. So, gucken wir mal. Waffen, Kräfteschaden, Biotik. Plus zwei Modplätze. Das Ding nehme ich mit. Und dann könnte man ja. Kann man eigentlich an der Stelle noch einen vierten. Dass man zweimal den Modplatz vergrößert. Kühlungseinheit erhöht die Magazinkapazität um 20%, wenn man wenn Spezialmunition aktiv ist. Komm, warum nicht? So. Querschläge. Was haben wir hier? Kräfte. So. Waffenprojektil auf suchende Plasmabomben in der Nähe. Ob das was bringt? Querschläger? Eigentlich doch nicht, oder? Kampfaufladetempo. Ich benutze eigentlich eine ganze Menge Biotik immer. Haben wir davon noch was? Nee, Plasmabomben, das Ding will ich jetzt nicht nehmen. So, vielleicht war das gut, ich weiß es nicht. So, sehr schön. Klasse. Das hat schon mal gepasst. Muss ich mich bloß noch mit ausstatten? Und als nächstes ist ein Sturmgewehr dran. So, und jetzt geht die Suche weiter hier. Mods. Meine Güte, schauen wir mal. Die Kiste Modden. So, plus 15 Präzisionsgewehr Schaden, minus 5 an Feuergeschwindigkeit. Minus 5%, aber mehr Schaden. Nehme ich mit. Minus 12% Präzisionsgewehrgewicht, aber dafür minus 11 Präzisionsgewehrstabilität. Aber
Habe ich bei der anderen mit drauf gehabt. So. Was haben wir denn hier? Gib mir an Präzision flöten. Für plus 5%, wenn ich ist das Gewicht größer, wenn ich 63% Reservemunition. Auf alle Fälle nehme ich den Schaden noch mit. Ach, guck mal hier. Einmal Schaden. Dann nehme ich das hier wieder. So. Das war's. Mehr kann ich hier erstmal gar nicht mitnehmen, weil nämlich jetzt hier nochmal die Magazingröße ist denn in der Osmos Nikolaus. Ändert sich wieder was anderes. Dann lasse ich das mal so, wie es ist. Alt, ich muss da nochmal rein. Und zwar will ich meinen Trupp ändern. Jarl lasse ich mal drin, aber ich nehme jetzt Cora wieder mit. Und ich behalte auch Jarl. Die beiden, die sind gut. Die nehme ich mit. Klasse. Da unten sehe ich, speichert gerade. Und auch mit denen müsste man eigentlich auch nochmal schnacken hier, aber ist egal. So, ich überlege, ob schnell nochmal nach Aya zu flattern. Update zu Jarl, okay. Um die Nummer mit Pibi hier weiter durchzuziehen, damit das mal Früchte trägt mit der. Okay, ich flatter in die Galaxie. Sage an der Stelle mal Dankeschön fürs Reinklicken. Anomalie geortet. Oh, jetzt haben wir plötzlich eine Anomalie. Sonde gestartet. Erhalte Scandaten. Na dann, flattern wir da schnell mal hin. Das nehme ich noch mit für die Folge. Diesem Astronomen auf Aya zufolge müsste hier eigentlich ein Satellit sein. Ich kann nichts entdecken. Falls hier tatsächlich ein Satellit war, ist er jetzt weg. Sie meinen, er wurde zerstört? Ich meine, er ist weg. Wäre er zerstört worden, würden wir zumindest Trümmer finden. Genau. Aber hier ist überhaupt nichts. Versuchen wir es bei einem anderen Nav-Punkt. So, aber ebenfalls will ich nochmal... hierhin ins Museum. Aber das mache ich erst in der nächsten Folge. An der Stelle sage ich nochmal Dankeschön fürs Reinklicken. Und ja, wenn ihr die Nummer mit Pibi mitverfolgen sollt, dann auf alle Fälle in die nächste Folge reinschalten. Bis dahin, tschüss, euer Olli.